Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und es ist immer wieder Zeit, dass wir Schwink-Relatedes Review. Und zwar werde ich heute reviewen Bad Girl Bang Mascara von Benefit. Da habe ich auch noch eine kleine Süße, die habe ich immer in meiner Handtasche. Die hatte ich früher nur verwendet, habe ich die getestet und war so begeistert. Ich kann euch sagen, das ist die beste Mascara, die es gibt. I just love it. Es gibt natürlich noch die Betterin Sex Mascara von Too Faced, die kann ich auch empfehlen. Und das ist meine absolute Lieblingsmascara. Oh, guck mal, wie süß die andere ist. Wie gesagt, die nehme ich mit einer Handtasche. Und dieses gute Stück werde ich heute benutzen. Die Mascara ist auch nicht ganz billig. Ich habe sie zum Glück billig ersteigert. Billig. Also wenn du in Dole Riemarkt gehst, kannst du für 4 Euro eine Mascara bekommen. Hierfür habe ich 18 Euro bezahlt. Normalerweise kostet die 30. Oder an die 30. Ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich teuer. Aber diese Mascara ist wieder das Geld wert. Jetzt habe ich sie mir ja nicht gekauft. Von daher probieren wir es mal aus. Also ich bin komplett fertig geschminkt, nur die Mascara fehlt und das war euer zusammen. Damit ihr genau seht, wie das Ganze da auszusehen hat. Das ist der Stab. By the way, das Design finde ich auch so unfassbar geil. Ich weiß nicht genau, was es darstellen soll. Ich könnte sagen, das ist so eine Dark Queen Krone. Ja, es könnte so eine Art Krone sein. Könnte ein Morgenstern sein. Da habe ich ziemlich viel Assoziationen mit. Sieht so detailliert aus. Und da hast du ja auch Schwarz-Pink. Die absolute Bad Girl Kombination. Wenn ich immer von Farbkombinationen rede, dann sage ich immer, okay, wenn ihr Bad Girls seid, dann habt ihr Schwarz-Pink. Und naja, die Mascara heißt ja auch Bad Girl. Von daher, sehr, sehr passend. Also Design ist auch mindblowingly gut. Die verziert mein Badezimmer so schön, wenn die da steht. Die macht echt was her. Aber jetzt wirklich zu der Mascara an sich. Das hier ist der Stab. Ihr seht schon, das ist eher so eine Mascara, die nicht für Volumen ist, sondern für Wimpernlänge. Ich kenne keine andere Mascara, die die Wimpern länger macht als diese hier. Also wenn ihr lange Wimpern haben wollt, dann ist diese Mascara auf jeden Fall ein Muss. So, gehen wir wieder näher ran. Und dann trage ich das hier auf. Es gibt ein Problem bei der Mascara. Eins mag ich nicht bei ihr. Und zwar, dass sie sehr, 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 sehr flüssig ist. Also wenn man nicht lang genug wartet, dann verschmiert man gerne. Deswegen werde ich lang genug warten. Ich kenne ja die Tücken. Ich mache jetzt erst die oberen Wimpern. Warte, bis es getrocknet ist oder mache ich mal die unteren. Hier seht ihr ja bereits schon den Unterschied. Guckt mal, was es ausmacht. Klar, der Eyeliner-Strich macht auch was aus, aber ich finde, das bringt so viel. Das bringt so verdammt viel. Aber ich zeige euch das Endergebnis sowieso später noch. So, jetzt geht's zu der anderen. Wichtig ist, dass ihr die Augen immer weit aufreißt, weil, wie gesagt, es dauert, bis diese Mascara getrocknet ist. Die braucht echt lange. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, die Haare. Und ihr kennt meinen Trick. Ich gehe hier nochmal hin.
Und dann gehe ich hier auch nochmal hin. Um nochmal diese extra Länge zu bekommen. So, jetzt lass ich das ein bisschen trocknen. Bis gleich. So, ich habe das jetzt ein bisschen trocknen lassen und jetzt machen die unteren Wimpern. Immer wieder ein bisschen näher ran, damit ihr das auch nachvollziehen könnt. Ich meine, wie man Mascara aufträgt, dazu habe ich ja schon mehrere Videos gemacht. Aber trotzdem. So, sieht schon sehr, sehr toll aus. Jetzt machen wir das gleiche noch auf der anderen Seite. Und auch da muss ich es trocknen lassen. So, ich lasse das jetzt trocknen und dann zeige ich euch das gleich das Ergebnis. So, ihr Lieben, das ist das fertige Ergebnis und wie ihr sehen könnt, sind die Wimpern viel, viel länger geworden und die Farbe ist auch richtig schön intensiv. Also hier könnt ihr auch sowas sehen. Und ich finde, das Ergebnis ist einfach wunderschön. Diese Mascara ist wirklich jeden Cent wert. Da greife ich auch gerne mal ein bisschen tiefer in die Tasche. Ich habe schon billigere Mascaras ausprobiert und super billige Mascaras ausprobiert und der Unterschied ist wirklich gewaltig. Hier merkst du schon, dass du halt Qualität gekauft hast. Und das Packaging ist auch so schön. Also hier passt wirklich alles. Also, diese Mascara ist nichts für Leute, die halt volle Wimpern haben wollen. Das für Girls, die lange Wimpern haben wollen. Das ist ein großer Unterschied. Also wenn ihr jetzt nach Volumenmascara sucht, dann ist Bad Girl Bang von Benefit nicht eure Freundin. Aber wenn ihr halt super lange Wimpern haben wollt, dann ist das die beste Mascara auf dem Markt. Ich kenne keine, die besser dafür geeignet ist. Von daher gebe ich dieser Mascara 10 von 10 Punkten. In der Disziplin, wo sie am besten sein möchte, nämlich lange Wimpern zu erzeugen, ist sie auch unschlagbar. 10 von 10. Ich kenne keine Mascara, die wirklich besser ist. Was das betrifft. Gut, liebe Girls, das war's für heute. Falls ihr diese Mascara kennt, selber habt, könnt ihr eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsmascara ist. Ich benutze sie schon ziemlich lang, habe mir jetzt halt die große halt nachgekauft. Ich hatte nur die kleine, süße und ja, jetzt habe ich auch die große und bin damit mehr als nur zufrieden. Just love it. Gut, Leute, darauf, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!